Hallo bei Uncharted. Es wird geschossen. Ich bin am Drücker. Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwie vorbeischleichen kann. Falls ihr glaubt, ihr hört im Hintergrund Fahrzeuge vorbeifahren, das täuscht. Das bildet ihr euch nur ein. Ihr seid besoffen. Finger weg von der Flasche. Das ist das Einzige, was an der Grafik ein bisschen irritierend ist, finde ich, diese Dithering-Effekte, auch bei den Texturen manchmal. Die Dithering-Effekte? Dithering. Was ist das? Das ist dieses komische Netzmuster, was da ein bisschen auftaucht, und bei den Pflanzen sieht man es. Wenn man so schwenkt und so. Genau. Da tricksen sie. Ekelhaft. Ja, das Schöne ist wahrscheinlich, dass man das sowieso gar nicht sieht, wenn man das jetzt auf YouTube guckt. Das kann sein. Weil YouTube alles schöner macht, auch uns übrigens. Ist noch eine Etage drüber, ne? Ich würde den echt gerne aus dem Fenster ziehen. Aber jetzt kriege ich den drüber zuerst. So ein Schritt. Wie gemein ist es? Play of the game. So. Siehst du da irgendwo noch wen? Weil es snappt auf niemanden. Könnte ich ja jetzt versuchen. Da irgendwie möglichst schabungvoll. Ich zieh mich gerade von vorne gleich einer. Na nun, wie schnell ist er denn jetzt auf dem drauf gewesen? I think we got away. That's what she said. Ich sah näher aus, als es war. Any news on Nadine? Yeah, some breach collapsed. They're having to drive around the river. I'll be here soon. Okay, gents, stay sharp. Keep this jaw nice and tidy for the boss lady. Aber hier ist jetzt kein Abgrund. Ich bin jetzt echt gerne runtergezogen. Jetzt komm halt mal. You ain't seen nothing. So ein Strezi. Lass ich den mal markieren. War da nicht auch gerade noch einer am Eck? Damn it! Oh nein, ein Shotgunner! Sauf! Die Steilkurve genommen.
Was ist gemein? Dann hängt er doch da wie so eine faule Sau. Ui. Andor. Hier Ferienflieger. Fliegt sie jeden Tag dreimal nach ins Jenseits. Er hat nur ein Hemd an. Stell dir vor, es ist Krieg und du hast nur ein Hemd an. Shotgun! Was? Wo? Wo? Er hat doch gerade einen Shotgun an. Ah! Boah! Boah, das war knapp. That's it. For now. We just better keep moving. Meinst du, das geht hier weiter? Wir müssen hier... Oder doch hier rein und dann ausnocken? Ah, hier kann man. Over here. Dither Ring. Come on, ready? Ready. All right. Thanks. Ist da ein Haken? Schau dich mal kurz um. Hier so von wegen. Stopp. Was ist er denn? Na gucken. Schön. Boah. Sieht schon aus wie so ein Vogelschnabel oder so. Ja. Oder wie. Gibt's nicht in irgendeinem Rollenspiel so elementare? Dragon Age oder so diese Feuer. Ja, stimmt. Viecher. Careful. It's a long way down. Yeah, I see it. Und die Blumen da, die kriegen trotzdem ganz gut Licht, obwohl es da so schattig ist. Wunderschön. Okay. Oh Mist. What's that first step? It's a doozy. Yeah. Dann nehme ich doch die Lorte. Da geht er auf, ey. Und dann geht's wieder auf, ey. Ja, weiß man nicht richtig, was er machen soll. Kennst du das? Mm-mm. Am besten ganz weit weg von da. How you doing back there? It's a hell of a view. So, das muss ein Tritt sein. So. Und dann wieder hier drauf. Kann man da raus? Doof. Ist das ein Fehler gewesen, da drauf zu gehen? Ach, guck mal. Der Fehler war, heute Morgen aufzustehen. Wie gut diese Kletteranimationen sind. Hä, wir sind eher so... Na gut. Geil. Oh, talk about a high dive. Die waren aber auch echt gute Architekten, so diese ganzen. Das hat schon wahrscheinlich voll die Arbeit gemacht hier. Ich denke schon. Das waren doch bloß die paar Crews von 12 Piraten, also Respekt. Vielleicht sind es aber auch alles Fertighäuser, die dann so einen Sattelschlepper da einfach so abgeladen haben.
Schaut doch alles gar nicht so nach 17. Jahrhundert aus. Sondern? Oder? Weiß ich nicht. Ein anderes Jahrhundert. Oh, wie geil. Da haben sie doch bestimmt bei... Okay. Now what? Trust me and follow my lead, okay? Bei Last of Us gesagt, so ja, jetzt haben wir es so geübt, irgendwelche Ruinen mit so Efeu und so weiter zu verzieren. Jetzt machen wir es gefälligst dann im nächsten Spiel bitte schön noch einmal. Ich habe übrigens gelesen, dass es hier in dem Spiel wieder auch eine ganz krasse Anspielung auf Last of Us 2 geben soll oder irgend so ein Easter Egg. Ja, das ist angeblich im Epilog oder ganz am Schluss. Ach so, okay. Ich weiß aber nicht genau wo, weil ich weiß ja noch nicht, was am Schluss passiert. Also ich habe es halt, es ist mir zumindest nicht beim Durchspielen direkt aufgefallen. Warte mal, ist denn hier noch ein Schatz drin gewesen oder wo gibt es das hier? Ach, guck an. Eine Sau. Ich frag mich ja, was der Sam sich die ganze Zeit alles einsteckt. So kriegen wir nie die Collectibles voll. Wir müssen die wohl umbringen lassen. Do all of that then? Yeah, something like that. Au, 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 voll in die Nüsse. Lamers. We're definitely in the high rent district now. Not residential, though. You think some kind of administration building? Probably. Maybe Libertalia had a zoning committee. Yeah. Maybe they paid taxes. Who knows? Hmm. Das könnte auch die Gouverneursvilla aus Monkey Island 1 sein. Mhm. Und das ist Idol. Up here. Puh, nicht kaputt gemacht. Vielleicht kannst du irgendwo hinter die Wand rein. Also jetzt benutze Fußnägel mit Raspel oder so. Benutze Konfetti mit wahnsinniger Klauen. Hui. Fall halt um. Was holt er da noch? Da kommt er doch aus diesem Bild rausgeschossen. Und dann nimmt er irgendwas und springt wieder rein, oder wie war das? Ja, ich dachte, nimmt er irgendwie auch so einen Tierkopf von der Wand. That was great piles of money. Comes no responsibility. Or restraint, apparently. Ish. Yeah, well, money can't buy taste. So cool. Oh, jetzt lädt er wieder irgendwas Tolles. Barrikaden. Holy crap. Well, I see our missing colonists. Some of them anyway. Jesus. Cannons, improvised barricades? What the hell happened here? Some kind of battle. It's a rhetorical question. Real question is who's fighting who? Why? Some of these bodies. Dressed a bit more fancy. Look like soldiers. So it was the colonists versus the soldiers. And if that's the treasury up there. It appears someone was trying to make a withdrawal. Yeah. Let's just hope they didn't succeed. Right?
Also war auch geil wäre als DLC, wäre so ein Libertalia, wie das gegründet worden ist, Ding. Dass also man irgend so ein historisches, so ein Piraten spielt oder so. Ein Vorfahr von ihm. Mhm. Naja, es muss ja nicht unbedingt Assassin's Creed mäßig nur ein Vorfahr sein, aber halt irgendeiner, der da dabei gewesen ist. Oder vielleicht sogar, dass man den Avery selber spielt. A swashbuckling adventure for the entire family. Jupp, hier wurde jeder ordnungsgemäß abgestochen. Schauen wir doch mal da rein. Man, this is impressive. Wow. To say the least. The Columbia vibe is getting stronger. Hmm. Here we go. Or not. You want to give me a hand? Yeah. It's empty. Of course it is. You think Rafe? No. Nothing's been touched in here for hundreds of years. Right. Well, search for clues? Yeah, search for clues. Zilch. Zombie you all over again. Wieso war da nie irgendwas drin? Bei Zombie you? Ja. What's this? Oh. Old Manifest. Manifest des guten Schiffes Destiny auf dem Wege nach Libertalia von dem Hafen von Kings Bay. Bla 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 bla. A lot of shit. Nee, bei Zombie U war es so, dass du extra das Wii U Gamepad hattest, um zu sehen, was in den Kisten drin ist. Und gefühlt war in drei Viertel aller Behälter wirklich nichts drin. Dann hattest du halt ein extra Display, auf dem steht nichts. Das ist halt irgendwann voll der Running Gag geworden. Thief. Hm. Das ist ja wie bei meinem Handy, wenn ich nach verpasste Anrufe schaue. Nah. How did it all go? Wieso, was ist da? Steht auch immer nichts. Oh. Oder an Weihnachten, wenn ich die Pakete aufmache. Thief. Irgendwer mag hier keine Diebe, oder? Hey Nathan, over here. Hey Nathan, check it out. Jetzt habe ich nicht schnell genug gedrückt. Ach, da ist er doch. What do you got? The battalion money. It says Avery's sigil on it. Mm-hmm. Must have melted down with gold. Minted his own currency. So based on that, all the manifests on the shelves, the treasure was here. Yeah. Leaves the bigger question. Where is it now? Okay, so we know that there was fighting outside. Yeah, and inside. What, you think the colonists stole it? No. I think they were trying to reclaim what was theirs. Look, there's Avery. Two. Founders of Libertalia. All marked with the word thief. Not murderer, not tyrant. Thief. So by the time the colonists busted in here, treasure was already gone. Yeah, because these guys had already taken it for themselves. Pirates will be pirates, right? Pirates will be pirates. Huh. I know where they moved it. What? Where? It's a map. Yeah, right there. That's our treasury. It's a map of Libertalia. Right, so follow it to the other side of the island and look.
Right there. New Devon. Avery was from Devon, England. He sure was. Man, those are some seriously large mansions. Each of them has its own sigil, too. Because that's where they lived. What do you say we climb that watchtower, huh? Get our bearings. New Devon, here we come. Gucken wir mal kurz ins Tagebuch. Nach New Devon soll's gehen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann.